Moin, willkommen in Hamburg. Heute geht es um die U-Bahn-Linie U5, die in Hamburg geplant wird. Ende 2021 hatte ich schon den ersten Abschnitt vorgestellt, der Plan festgestellt ist. Dort wird nun mit dem Bau begonnen. Heute möchte ich euch den gesamten Streckenverlauf zeigen und danach über Stärken und Schwächen der Strecke sprechen. Schauen wir uns den geplanten Verlauf der Linie an. Den ersten Abschnitt wiederhole ich nur kurz. Mit Bramfeld und Stalshoop erhalten zwei Stadtteile Schnellbahnanschluss, die bisher nur mit Bussen bedient werden. Im Februar 2022 standen noch die großen Bäume auf der Mittelinsel am Bramfelder Dorfplatz. Mittlerweile wurde hier mit dem Bau des ersten U-Bahn-Abschnitts begonnen. Für die Einrichtung der Baustelle wurden die Bäume gefällt. Der Dorfplatz sieht daher inzwischen ziemlich kahl aus. In Stalshoop soll die U-Bahn-Haltestelle unter der Gründgensstraße liegen, in der Nähe der Martin-Luther-King-Kirche. Die Haltestelle Barmbek Nord wird im Bereich der Kreuzung von Nordheimstraße und Fuhlsbüttlerstraße liegen. An der Sengelmannstraße wird es einen Übergang zur Linie U1 geben. Diese Haltestelle wurde schon von Anfang an mit einem zweiten Bahnsteig gebaut. Dadurch gibt es hier genug Platz, um die U5 einzubinden. Die schnelle Verbindung mit der U1 zum Jungfernstieg ermöglicht eine schnelle Fahrt in die Innenstadt. Das ist ganz klar ein Vorteil. Die Haltestelle City Nord wird unter dem westlichen Ast des Überseerings gebaut. Sie erschließt ein Bürogebiet, in dessen Randbereichen auch Wohnungen liegen bzw. entstehen. Außerdem kann man von hier den Stadtpark erreichen. Bis City Nord reicht der erste Bauabschnitt. Er ist planfestgestellt und mit dem Bau wird begonnen. Alles, was jetzt folgt, ist bisher nur geplant. Die nächste Haltestelle soll am Borgweg entstehen. Dort soll es eine Umsteigemöglichkeit zur Linie U3 geben, und zwar am westlichen Ende des Bahnsteigs der U3. Das ist von hier aus, also von der Straße Borgweg aus gesehen, das hintere Bahnsteigende. Allerdings werden die Umsteigewege lang sein, da die U5 recht tief unter der Oberfläche liegen wird. Wir stehen hier am westlichen Bahnsteigende, wo man die Züge bei der Fahrt von und nach Sirichstraße beobachten kann. Hier sehen wir rechts im Bild die Barmbeker Straße. Unter ihr wird voraussichtlich der Bahnsteig der U5 liegen. Südlich folgt als nächstes die Haltestelle Jarrestraße. Sie erschließt dicht bebaute Wohngebiete auf beiden Seiten der Barmbeker Straße. In diesem Bereich liegt auch das Veranstaltungszentrum Kampnagel. Dann schließt sich die Haltestelle Beethovenstraße an. Sie würde unter dem Winterhuder Weg liegen und ebenfalls Wohngebiete anbinden. Die U-Bahn soll dann dem Winterhuder Weg nach Süden folgen. An der Kreuzung von Munzburger Damm und Winterhuder Weg, also an der U-Bahn Munzburg, ist kein Halt geplant. Die Haltestelle der U2 ist im Hintergrund zu sehen. Die Strecke soll hier in einer Kurve unter den Munzburger Damm einbiegen. Eine Haltestelle in der Kurve im Tunnel wäre unübersichtlich und schwer herzustellen. Legt man sie dagegen vor oder hinter die Kurve, so würden sich lange Umsteigewege ergeben, Probleme, die man mit einer oberirdischen Stadtbahn nicht hätte.
In Höhe der Mundsburger Brücke soll die Haltestelle Uhlenhorst entstehen. Die U5 würde hier teilweise die Buslinie 6 entlasten. Sie ersetzt die Linie 6 aber nicht, da die U-Bahn unter dem Winterhuder Weg liegen soll und nicht unter dem Hofweg und Mühlenkamp. Aber vielleicht werden nicht mehr extra große Gelenkbusse benötigt, wie wir sie hier auf der Linie 6 sehen. Die Haltestelle St. Georg wird voraussichtlich in diesem Bereich liegen, entweder unter dem breiten Abschnitt der Straße Lange Reihe oder unter der Barker Straße. Sie erschließt das Wohngebiet und das Krankenhaus St. Georg. Außerdem kann man die Außenalster erreichen, wenn man dort spazieren gehen möchte. Das Krankenhaus St. Georg ist aber schon jetzt mit der Haltestelle Lohmühlenstraße der U1 gut zu erreichen. Sie ist nicht weit von hier entfernt. Die U5 erreicht dann die Haltestelle Hauptbahnhof Nord. Sie soll die auf Vorrat gebauten Bahnsteigkanten auf beiden Seiten der U2 benutzen. Es ist gut, dass die schon vor Jahrzehnten gebauten Bahnsteige endlich zum Einsatz kommen sollen. Ein Nachteil ist, dass sie sehr schmal sind. Laut Prognosen sollen hier bis zu 90.000 Personen pro Tag ein- und aussteigen. So hat es die Hochbahn auf der Website zur U5 veröffentlicht. Allerdings können nur zwei Menschen nebeneinander gehen, bestenfalls drei, weil die Bahnsteige mit Wänden aus Glas zum Gleis hin abgeschlossen werden. Mit so vielen Fahrgästen wird es ziemliches Gedränge geben. Von den 90.000 Personen am Tag wollen auch nicht alle zum Hauptbahnhof. Sie müssen hier umsteigen. In vielen Relationen bleibt ihnen nichts anderes übrig, als über den Hauptbahnhof zu fahren. Denn in Hamburg fehlt es an schnellen Querverbindungen. Ein Nachteil ist auch der lange Umsteigeweg zur tiefliegenden U5. Dazu kommt die schlechte Anbindung. Bisher gibt es keinen Weg von der tiefliegenden U-Bahn zur S-Bahn. Man muss immer zuerst auf das Niveau der Straße und von dort wieder nach unten. Ob sich das ändert, bleibt abzuwarten. Vielleicht ist es aber auch nicht möglich, die benötigten Treppen und Aufzüge zu bauen, etwa wenn kein Platz mehr im Untergrund ist. Weiter westlich ist ein Halt am Jungfernstieg geplant. Die neue Haltestelle für die U5 soll komplett unter der Binnenalster liegen, in 26 Metern Tiefe, etwa in diesem Bereich in der Blickrichtung. Die Umsteigewege zur U1 und zur S-Bahn dürften recht lang werden. Zur U2 und U4 sind die Wege vermutlich kürzer, weil die Bahnsteige von U2 und U4 auch recht tief liegen. Am Stephansplatz soll die U5 unter der U1 hindurchführen. Die Haltestelle soll östlich der U1 liegen, also etwa im Bereich dieser Treppenanlage, auf der ich beim Aufnehmen der Bilder gestanden habe. Anschließend schwenkt die U5 unter den Straßenverlauf der Edmund-Siemers-Allee ein. Am Anfang der Grindelallee ist die Haltestelle Universität geplant. Die Uni ist ein großer Verkehrsmagnet. Bisher nutzen viele Fahrgäste die Buslinie 5, die hier sehr stark ausgelastet ist. Die Hochbahn wirbt auf der Website für die U5 damit, dass man zukünftig in 4 Minuten vom Hauptbahnhof zur Uni fahren kann. Das gilt aber nur von Bahnsteig zu Bahnsteig. Wegen des langen Zugangs am Hauptbahnhof erreicht man die Uni in dieser Zeit nicht. Es werden eher 8 bis 10 Minuten werden. In ungefähr der gleichen Zeit kann man es auch mit der S-Bahn zum Dammtor schaffen, einschließlich des kurzen Fußwegs zur Grindelallee. Die Haltestelle Grindelberg ist nach dem jetzigen Stand im Kreuzungsbereich der Grindelallee und der Hallerstraße geplant. Es folgt die Haltestelle Hohe Luftbrücke.
Der Bahnsteig der U5 wird tief unter der Hochbahnhaltestelle der Ringlinie, der U3, liegen. Die U5 muss an dieser Stelle unter anderem den Isebeek-Kanal unterqueren. Fahrgäste sollen hier zwischen U3 und U5 umsteigen können. Fährt man von hier bis Borgweg mit der U3 oder umgekehrt, so könnte man den weiten Bogen der U5 durch die Innenstadt abkürzen. Ob es Zeitgewinn bringt, ist schwer abzuschätzen. Man spart sich aber die Fahrt durch den Kernbereich, in dem die Züge voraussichtlich besonders voll sind, und man fährt oben, mit Aussicht, nicht im Tunnel. Die Haltestelle Gärtnerstraße soll zwischen dem Ring 2, also der Gärtnerstraße bzw. Breitenfelder Straße, und der Troplowitzstraße bzw. Martinistraße entstehen. Weiter stadtauswärts ist die Haltestelle UKE geplant. Das Universitätskrankenhaus Eppendorf, abgekürzt UKE, ist ein wichtiger Verkehrsmagnet. Die Haltestelle wird eher im Westen des Krankenhausgeländes liegen, also etwa in Verlängerung der Buchenallee hinter diesen Gebäuden. Die nächste Haltestelle, Siemersplatz-Beermannplatz, soll westlich vom Siemersplatz unter der Vogtwelsstraße liegen. Es folgt die Haltestelle Hagenbecks Tierpark. Dort wird es eine Umsteigemöglichkeit zur Linie U2 geben. Die U5 wird auch hier ganz unten liegen, im Verlauf der Koppelstraße und unter der U2. Die U5 folgt nun dem Verlauf der Koppelstraße nach Westen. Die Haltestelle Sportplatzring soll dort zwischen Kieler Straße und Basselweg gebaut werden. In Stellingen ist die Haltestelle der U5 unter dem Bahnhofsvorplatz der S-Bahn geplant, also etwa in dieser Richtung. Der westliche Endpunkt soll schließlich die Haltestelle Arenen-Volkspark sein. Sie wird voraussichtlich unter dem Farnhornstieg liegen, im Bereich der Kreuzung mit dem Hellgrundweg. Die meisten Namen im westlichen Abschnitt sind bisher nur als Arbeitstitel anzusehen. Die tatsächlichen Haltestellennamen können später noch anders festgelegt werden. Kommen wir nun zu den Nachteilen der geplanten Streckenführung. Die U5 wird eine stark belastete Hauptader sein. Das ist so beabsichtigt. Die Linie soll viel Verkehr bündeln. Bei einer Störung, egal ob auf der ganzen oder auf einer Teilstrecke, ist ein erhebliches Verkehrschaos in dem betroffenen Bereich zu erwarten. Es sind dann sehr viele Busse nötig, um einen Ersatzverkehr zu organisieren. Die Situation ist problematischer als etwa bei einem Straßenbahnnetz mit vielen Linien, denn dort könnten benachbarte Linien umgeleitete Züge aufnehmen. Das nächste Problem besteht darin, dass die U5 über den Hauptbahnhof verläuft. Alle Hamburger U-Bahn-Linien tun das. Wenn der Hauptbahnhof wegen einer Bombe gesperrt werden muss, können somit alle U-Bahn-Linien ausfallen. In Hamburg kommen terroristische Bombendrohungen zum Glück selten vor. Allerdings werden immer noch viele Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Dann muss jedes Mal ein Gebiet im Umkreis von einigen hundert Metern evakuiert werden. Auch ein Wassereinbruch ist in einer Stadt wie Hamburg nicht ganz unwahrscheinlich, denn Hamburg liegt nun mal am Wasser. Metrosysteme aus der sozialistischen Zeit mit drei Linien haben oft ein Netz, bei dem sich die Linien an drei Punkten kreuzen. Als Beispiel seht ihr das Netz der Metro, also der U-Bahn von Prag oder hier von Minsk. Bei einer Störung an einem Knoten fallen in einem solchen Netz nicht gleich alle Linien aus. Die Streckenführung über den Hauptbahnhof bringt lange Fahrzeiten mit sich. Auch mit der U5 muss man in vielen Verkehrsbeziehungen über Hamburg Hauptbahnhof fahren. Würdet ihr etwa mit dem Auto oder dem Fahrrad über den Hauptbahnhof fahren, wenn ihr von Winterhude nach Lockstedt wollt? Der Hauptbahnhof platzt schon jetzt aus allen Nähten. Wenn die U5 wirklich pro Tag annähernd 90.000 Fahrgäste dorthin bringt oder abholt, wird sich das Gedränge noch verstärken. Sinnvoll wären schnelle Querverbindungen zwischen den äußeren Stadtteilen.
Hier hat Hamburg nur die U3. Sie wurde vor über 100 Jahren als äußere Ringbahn gebaut. Seitdem ist Hamburg stark gewachsen. Viele Menschen fahren täglich zwischen den Stadtteilen hin und her, die außerhalb der U3 liegen. Helfen würde eine Bahn im Verlauf des Straßenrings 3 oder die immer wieder geforderte Strecke Rahlstedt-Luftwerft und weiter nach Niendorf. Solche Strecken könnten am einfachsten und billigsten mit einer ebenerdigen Stadtbahn gebaut werden. Damit könnte viel Autoverkehr auf die Schiene verlagert werden. Die U5 wird nicht viel zur Verkehrsverlagerung beitragen. In die Innenstadt fährt schon jetzt kaum ein vernünftiger Mensch mit dem Auto, wenn es nicht unbedingt sein muss. Eine weitere Verkehrsverlagerung vom Pkw wäre nur noch zu erreichen, wenn gleichzeitig auf den Kraftverkehr eingewirkt wird, etwa durch eine City-Maut im Bereich innerhalb des Straßenrings 2. Alle U-Bahnen haben eine Reihe von Nachteilen. Nach dem Bau bleiben verschiedene Folgekosten. Selten kann eine Stadt ein so großes Bauvorhaben bar bezahlen. Meist müssen Kredite aufgenommen werden. Diese muss die Stadt später zurückzahlen und außerdem werden Zinsen fällig. Ganz ähnlich, wie wenn ihr eine Eigentumswohnung kaufen und über eure Bank finanzieren würdet. Der zweite Kostenfaktor ist die Beleuchtung. Sie ist bei einer U-Bahn während der gesamten Betriebszeit erforderlich. Bei einer ebenerdigen Bahn müssen die Bahnsteige hingegen nur während der Dunkelheit beleuchtet werden und auch Aufzüge und Fahrtreppen sind oft nicht nötig. Außerdem müssen U-Bahn-Tunnel und Haltestellen belüftet werden. Belüftung ist bei einer ebenerdigen Bahn oder Hochbahn überhaupt nicht nötig. Das nächste ist die Frage der subjektiven Sicherheit. Manche Menschen fühlen sich nicht sicher in tiefen Tunnelhaltestellen oder in den langen Gängen, die dorthin führen. An oberirdischen Haltestellen kann man leichter bei Gefahr weglaufen oder um Hilfe rufen. Schließlich gilt Beton heute als Klimakiller. Man schätzt, dass die Herstellung und das Bauen mit Beton bis zu 10% der weltweiten CO2-Emissionen verursacht. Solange es keine Möglichkeiten gibt, den benötigten Zement klimaneutral herzustellen, sollten wir mit Beton möglichst sparsam umgehen. Sonst ist es fraglich, ob die U5 einen Beitrag zum Klimaschutz leistet. Für den Tunnelbau wird sehr viel CO2 bei der Zementherstellung freigesetzt. Das muss durch Verkehrsverlagerung vom Autoverkehr erst einmal wieder eingespart werden. Eine Studie von Günther Beetz, Stefan Knittel und Thomas Philipp kommt zu dem Ergebnis, dass der Bau der U5 über 10 Millionen Tonnen CO2 verursachen würde. Diese Menge würde nach den Autoren durch Verkehrsverlagerung erst in rund 500 Jahren wieder eingespart. Wenn diese Zahlen stimmen, wäre die Umweltbilanz der U5 recht fragwürdig. Damit sage ich für heute Tschüss und bis zum nächsten Mal.